Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und das letzte Mal haben wir hier hinten angefangen, die Platinenproduktion zu starten. Dazu fehlt uns jetzt eigentlich nur noch Eisenblech, das produzieren wir dann hier, und Kupferdraht, das wird hier gemacht. Und ihr seht schon, ich habe angefangen, die Kupferproduktion an den Start zu bringen. Das war so nicht der Plan. Eigentlich war das mal eine Aufnahme. Ungefähr 20, 25 Minuten lief die schon. Und dann ist meine Festplatte abgeschmiert. Aber nicht abgeschmiert in dem Sinne, dass sie kaputt gegangen ist, sondern ich habe eine externe Festplatte, muss man dazu sagen. Die hatte einfach keinen Strom mehr. Keine Ahnung, was da los war. Ganz komisches Ding. Habe ich mittlerweile aber einmal in der Woche, alle 2 Wochen einmal. Nicht gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall war natürlich die Aufnahme dann für den Arsch klar. Die war weg. Gut, was haben wir dann in den 20 Minuten gemacht? Und zwar habe ich hier die Bohrköpfe ausgetauscht. Das heißt, vorher haben beide Miner nur diese Anlage hier befeuern können, mehr oder weniger. Und jetzt kann das ein Miner selber machen. Wir haben eigentlich zweimal das gleiche. Was wir hier schon hatten, haben wir hier einfach nochmal aufgebaut. Und halt statt jetzt, ich weiß gar nicht, was hier hergestellt wird, Kupferschienen, glaube ich, werden wir hier Kupferdraht herstellen. Gut, das haben wir gemacht. Wir haben das Gestein alles wegfusioniert. Es passt soweit eigentlich alles. Dann hatten wir hinten beim Erzwäscher, ihr erinnert euch, ein kleines Problem mit dem Wasser. Das haben wir jetzt behoben. War nicht großartig schlimm. Es ging. Es müsste, sollte jetzt laufen. Ich habe eigentlich Angst, wieder hinter zu schauen, weil dann läuft es wahrscheinlich wieder nicht. Aber naja, mal gucken. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier weiter. Und zwar kommt da jetzt wie viel Erz raus? 120. Warum kommt da jetzt eigentlich nichts? Achso, weil es hier vollgelaufen ist. Lol, klar. 120. Das heißt, ich könnte 4 Anlagen hinstellen. Das Richtige, das oder... Moment mal. Zerkleinertes Saphirit. Zerkleinertes Kupfer. Was kommt das raus? Ach so, okay, Moment mal. Dann kommt doch nicht so viel raus, wie ich dachte. Naja, schade. Hätte man vielleicht anders machen können. Ich habe mir auch überlegt gehabt, hier das Schmelzmodul anzubringen. Aber dann kommt wieder Schlacke raus und ich hatte jetzt weniger Lust, wieder die Schlacke irgendwie weiter zu verarbeiten. Das heißt, wir haben es jetzt so gemacht. Ist nicht die beste Lösung, aber sie funktioniert auf jeden Fall. Das heißt jetzt, wir haben 120 Kupferbahnen. Moment, wir splitten das jetzt erstmal. Übrigens, sorry für das Video gestern. Da war bei mir wieder der geistige Bildschirmschoner am Start. Und zwar, ihr habt das mitbekommen natürlich. Weil ihr habt ja natürlich alle das Video gesehen, klar, und einen Daumen hoch gegeben und Abo da lassen, gelassen, alles gut. Die Auflösung. Da habe ich hart verkackt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber naja. Sorry dafür. Sollte nicht wieder vorkommen. Hoffe ich. Gut. Ich schließe das ungern hier an. Lieber da. Obwohl das, Moment, hier gehen würde. Aber wenn ich jetzt hier weitermache die ganze Zeit, irgendwann, und ich muss das Gebäude abbauen, wieso auch immer, und ich vergesse das hier, dann könnte das sein, dass die ganze Anlage nicht mehr funktionieren. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, natürlich. Gut. Dann sollte das aber jetzt hier schon mal funktionieren. Wunderbar, da kommen jetzt 30 Kupferbahnen raus. Wie viel brauche ich denn eigentlich? Achso, wir könnten das aus der Stange machen. Das machen wir natürlich nicht. Wir brauchen 120 Draht übrigens. Das heißt 4 Anlagen. Das war ein Missklick, aber perfekt. Alles sehr knapp hier.
Gut, 120 Kupfer habe ich zur Verfügung. Und ich brauche genau die Hälfte. Da könnte man eigentlich den Rest einlagern, falls wir nochmal was brauchen. Eine kleine Menge von 60 hätten wir über. Das können wir eigentlich machen. Und da reicht ja das normale Einlagern, müssen wir ja nicht schreddern. Das machen wir. Fusionieren. Gut. Dann splitten. Heute mal wieder ganz schön viele Splitter und Fusionator hatten wir schon lange nicht mehr. Wir splitten das jetzt hier einmal auf. Und dann hier. So müsste das passen, glaube ich. Ich hatte mir überlegt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe letztes Mal. Ich glaube aber nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Das Problem, weil die Folge weg ist, die eine. Dass wir den Draht und das Eisenblech auf ein Band fusionieren und dann hinten mit einem intelligenten Splitter trennen. Das geht technisch gesehen. Aber das Risiko ist so hoch, dass das Band verstopft. Das gehe ich, mache ich lieber nicht. Ich lege lieber zwei Bänder. Gut. Hier können wir ein ganz normales Lager hinstellen. Kleines reicht eigentlich. Aber mittig sollte schon sein, mehr passt. Gut. Ach so, fusionieren müssen wir das ja auch noch. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch die Eisenbleche. Moment mal, ich glaube, ich gehe. Frage ist, wo gehe ich rüber? Das ist natürlich richtig dumm gewesen. Konzentration. Wo ist das Band? Hier kommen die Bänder an. Eins zumindest erstmal. Wenn ich. Ich glaube, ich gehe hierher, ja. Wie komme ich jetzt hin, oder? Es wird echt Zeit, dass ich die ganzen Container von hier nach hierher bringe. Weil dann fällt das nämlich auch aus, dass wir hier so verstopfte Förderbänder haben. Sollte ich aber allerdings erst machen, wenn wir Strom haben genug. Weil wenn dann alles läuft, sind wir am Arsch. Dann war's das. Und das sind 2400, 2500, was wir zu wenig haben. Das ist gar nicht so wenig. Das heißt, da würde ich auch gar nicht so schnell irgendwie Notfallplan haben. Aber wir haben ja gesagt, wir kommen langsam, aber sicher zu den MK2-Generatoren oder Turbinen, die wir da hinten brauchen. Und dann läuft alles. Dann läuft auch endlich das Kunststoff und das Gummi von alleine. Nach wie vor müssen wir hinter und das mit der Hand flaschen, das Wasser, dass es aus dem System draußen ist. Das ist natürlich ziemlich dumm, weil das Kunststoff brauchen wir auch für die Platinenproduktion. Aber das werden wir machen müssen. Früher oder später. Das war natürlich nicht sehr intelligent, das mittig zu machen. Jedes Mal denke ich mir das. Da muss ja noch ein zweites Band hin. Naja, ich habe hier noch genug Platz, also. Wir wollen ja eh alles zugleistern mit Beton. Ich hoffe, das Eisen, was wir hier haben, Magnesium, Eisen, reicht für auch die modularen Rahmen, die wir brauchen werden. 35 Stück in der Minute, das ist viel. Ich würde sagen, die Anlage machen wir hierher. Die Eisenblech erstmal. Gut. Wie machen wir hier jetzt am blödsten weiter?
Eisenbleche. Moment mal, wie mache ich die eigentlich? Wahrscheinlich einfach nur aus Eisenplatten. Okay. Okay. Ich sollte dahinter gehen und mal gucken, wie viele Eisenbleche ich überhaupt brauche. Aber wir können schon mal... Ist das mittig? Nicht ganz, oder? Mist. Eins weiter. Das Förderband legen wir schon mal rüber und dann gehen wir mal hinter und gucken, was wir alles brauchen. Beziehungsweise machen wir gleich. Wie viel kommt jetzt nochmal an? ...270, das ist eine Menge. Dann brauche ich ein bisschen mehr Platz. Das heißt... 270, das sind genau... 9 Schmelzer. Ach du Scheiße, wieder so viele. Naja gut, aber wir brauchen das Eisen. Endlich hat diese Fabrik einen mehrhaltigen Sinn. Weil wir haben das eigentlich gebaut wegen dem Sand. Mühevoll Sand und auch eigentlich noch zu wenig. Um dann festzustellen, dass wir da hinten Erde haben und daraus einfach total easy Sand machen können. Aber gut, wir haben Eisen und Magnesium. Gut, Magnesium habe ich noch keine Ahnung, für was wir das brauchen werden irgendwann, aber egal. So. Schmelzer, 9 Stück, geil. Die Splitter- und Fusionator-Party geht weiter. Vorausgesetzt, ich bekomme das hier hin mit meinen Wurstfingern. Ja. Ja, wie viel habe ich eigentlich? Lol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. Gut. Dann splitten wir das, fusionieren das und dann schauen wir mal hinter, wie viel wir eigentlich brauchen. Und das überschüssige Eisen lagern wir auch wieder ein. Würde ich sagen. Na, das ist totaler Schmarrn, was ich hier mache. Unsinn. So, müssen wir das machen. Und wenn wir dann schon dort sind, können wir tatsächlich mal ganz kurz zu der Erzwäscherei schauen. Ob die jetzt funktioniert. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich mag das nicht, wenn Wasser als Nebenprodukt kommt und ich das wieder in das gleiche System einführen muss. Das hat noch nie gut funktioniert bei mir. Das ist schlecht. Da schauen wir gleich mal hin. So, Rezepte. So, welche brauchen... Moment mal, was kommt jetzt hier raus? Zerkleinern das Eisen. Oh, da kommt sogar richtig viel raus. Ach, das bekommen wir auf ein Band gar nicht hin, aktuell. Aktuell. Aber mit dem NK4-Band dann schon. Wir sollten echt schauen, dass wir die Kunststofffabrik zum Laufen bekommen. Also richtig zum Laufen bekommen. Damit ich auch NK4-Bänder bekomme. Ich habe jetzt noch ungefähr... überlegen, 8 Tage frei. Das heißt, ich würde gerne in der Zeit mal einen Tag mir nehmen... Kommt natürlich trotzdem mein Video. Aber hier die ganzen Lager hierher verfrachten und die ganzen Bänder austauschen. Voraussetzung ist natürlich, dass ich bis dahin genug Bänder habe. Das heißt, wir sollten uns sputen, dass das hinten läuft. Also nicht so viel labern machen. Okay, gut. Gut, gut, gut. Halt, Moment. Moment. Strom. Da kommt hier noch einer her. Reicht das? Das müsste schon reichen, oder? Klar. Ja, wir haben es. Perfekt. Laufen alle, alles grün. Wunderbar. Gut, jetzt fusionieren wir das noch und zwar aber natürlich in die Richtung dahinter. Hier habe ich ja keinen Platz mehr für den Container.
Zack, und dann schauen wir mal kurz hinter, was wir brauchen. Wir schauen zum Erzwäscher mal schnell hin. Dann kommt hier ein Splitter hin. Wunderbar, dann hätten wir das auch schon. Ich glaube, den Großteil von Splittern und Fusionatoren haben wir heute schon gestellt. Gut. Lagercontainer. Sollte reichen. Oh, das schaut nicht gut aus, oder? Das ist nicht auf einer Höhe. Nein. Der muss nochmal weg. Ah, nee, der innere Monk will Ordnung haben. Das muss alles penibel und ordentlich sein bei mir. Deswegen schaut das ja auch so aus. Lol. So, totales Chaos ist eigentlich bei mir immer, will ich damit sagen. Eisenbahnen, so, perfekt, gut. Das ist aber nicht sehr viel, was da kommt, oder? 160 in der Minute? Das kann ja fast nicht sein. Naja, obwohl, vielleicht doch. Wir brauchen wie viel? 120 sollten das übrigens auch sein. Müssen wir gleich auch nochmal hinschauen. Das heißt, die ersten Platinen werden es gleich produziert. Ja, weil ich mit der Hand und das Kunststoff und das Eisenblech rein habe. Wir brauchen 60 Eisenblech. Kann ich mir das merken für 2 Minuten mit meinen 4 Gehänseln? Ich hoffe, 60 Stück. Gut, wir schauen einfach hier, ob das Erz ankommt. Das schaut gut aus. Ja, und es kommt auch hinten an, sehr gut. Das heißt, es läuft. Wir brauchen, wie schon gesagt, Katerium, 1000 Stück. Da haben wir schon 270, das wird ja langsam. Und hier 1000 Nickel, auch schon 200 Stück. Ja, 162. Gut, wird langsam, 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 langsam. Aber man muss auch dazu sagen, die Anlage ist jetzt nicht wirklich gut gelaufen die ganze letzte Zeit. Weil einfach zu viel Wasser da war. Das heißt, ich nehme gleich, wenn ich schon hier bin, Förderbänder mit. Und dann... Messingplatten brauche ich noch. Dann geht's los, Eisenbleche produzieren. Und danach schauen wir, dass da hinten das Wasser wegkommt. Und dann sollten endlich... Platinen produziert werden, aber die werden natürlich jetzt alle erst noch eingelagert aktuell. Das macht keinen Sinn. Wie viel ist davon eigentlich schon da? Lol. Voll. Kohlenstoffgewebe. Hier. Wir müssen das mit dem Wasser erst machen, theoretisch, sobald... Naja, wir können es auch jetzt schon machen. Nee, können wir nicht machen. Weil aktuell wird das bloß eingelagert und wenn es voll ist, vernichtet. Das heißt, wir können das erst machen, wenn die Computerfabrik da ist. Zumindest das Gebäude steht, damit das schon mal ins Gebäude einfließen kann, die Platinen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, glaube ich schon. Genau, Plan ist jetzt... Das schaut total schief aus, kann das sein? Ja. Also immer, wenn wir was sehen, was scheiße ist, müssen wir natürlich sofort reparieren. Das heißt, ich könnte eigentlich neues Spiel anfangen. Gut. Müssten wir jetzt noch nicht ganz hinter verlegen, aber zumindest mal schon, dass wir wissen, wo wir ungefähr hin müssen dann mit der Produktion. Und zwar hierher.
Ja. Das schaut gut aus.60 waren es, gell? Genau, 60 Bleche. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Platz. Sechzig Bleche brauchen wie viel Eisenplatten? 40, das ist ja gar nichts. Das heißt, wir nehmen hier. Die Eisenplatten kommen dann da immer raus. 20, da brauche ich ja bloß zwei Anlagen. Das ist ja easy. Das ist easy. Und dann kann ich eigentlich direkt davor das stellen, oder? Ja. Warum? Da haben wir noch richtig viel Eisenbleche über. Eisenbahn. Förderbandsplitter. Also dann würde ich gerne heute doch. Wir setzen hier nochmal einen Splitter hin. Wer weiß ja, was noch alles kommen soll. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. Keine Ahnung. Egal. Wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Ich will auf jeden Fall jetzt die Gebäude für die Computerfabrik schon mal aufstellen. Ist ja bloß ein Gebäude. Damit die Platinen schon mal reinlaufen können. Und dann gehen wir mal hinter zum Wasser. Beziehungsweise zum Kunststoff und Gummi und schauen, dass das läuft. Wenn wir das schaffen, bin ich gut für heute. Dann haben wir eigentlich gut was geschafft. Sollten wir hinbekommen, glaube ich. Ja, ganz leicht. Naja, ich zeige jetzt nichts. Gut. Halt, ich leg das Band von der anderen Seite lieber. Aber die Frage ist, wo setzen wir jetzt natürlich die Computerfabrik hin? Also ich würde. Moment mal, erstmal hier das hier fertig machen. Wie kommt das sehr wenig an mit dem Kupfer? Ich schaue da mal ganz kurz. Also das sind für mich keine 120. Das Förderband macht 270 pro Minute. Das heißt, es müsste theoretisch ein bisschen weniger als die Hälfte belegt sein. Und da ist ja gar nichts belegt. Ich habe ja bestimmt irgendwas vergessen. Läuft. Kein Rezept ausgewählt, geil. Da war ich wieder sehr gut, sehr gut unterwegs. Jetzt sollte das besser ausschauen. Ja, genau. Gut. Computerfabrik, wie machen wir das jetzt? Wo stellen wir die hin? Wir sollten vielleicht erstmal gucken, was wir dazu alles brauchen. Komm schon. Haben wir? Hätten wir auch hier? Könnten wir machen? Kabel. Wir machen das easy. Super easy. Wir stellen die einfach dahin. Wir haben hier alles da. Wir haben Kupfer da. Wir haben. Gut, die Platinen kommen halt jetzt von da hinten, aber ist ja wurscht. Ja. Wir stellen die hier her. Und da reicht ja eine Anlage.
So, der Baum muss jetzt leider sterben. Gut, Manufaktur. Tja, wie machen wir das jetzt hier? Einer reicht, würde ich sagen. Ja, weil wir haben zu wenig Platinen. Wir können auch nicht mehr Platinen machen, weil wir keinen Kunststoff haben. Also, selbst wenn es laufen würde, hätten wir nicht genug Kunststoff. Gut. Hier kommt gleich mal Saft. Wenn ich was finde. Hier. Das heißt, bräuchten wir eigentlich wieder ein Band. Das mache ich aber jetzt nicht. Ein bisschen mache ich es. Und das geht dann hier so lang. Da muss ich mal gucken, ob ich da auch hier hochgehe oder... Vielleicht ist es schlauer, sogar wenn wir hier so lang gehen. Wahrscheinlich. Mal gucken. Was wollte ich jetzt hier oben? Gute Frage, oder? Achso, klar, wir müssen ja das, die Platinen herholen. Und ich will jetzt mal gucken... Ich nehme jetzt mal das ganze Kunststoff mit. Hier ist eh kein Kunststoff mehr da. Das heißt, wir machen den Schwung jetzt noch fertig. Nee, wieder nicht. Moment mal, da lang, hier. Dann war das ein Schmarrn. Dann gehst du. Hier lang. Und die Platine will ich haben. Weil. Moment. Wir verlegen jetzt das Band hinter. Und dann gehen wir hinter zum Öl. Und schauen wir gerne im Wasser mal, wie wir das machen. Das heißt, sobald ich dann sehe, dass die ersten Platinen in der Computerfabrik angekommen sind, läuft alles. Das ist der Plan. Was fehlt? Beton. Ach ja. So, komme ich da jetzt hoch? Ist da irgendwo Strom in der Nähe? Komm schon. Hier müsste ich doch hochkommen. Ja, perfekt. Eisen. Oh, mir geht eh alles aus. Shit. Moment. Beton. Mist, ich muss kurz zurück, hilft nichts. Währenddessen kann ich mal mein Inventar ein bisschen aufräumen. Das ist ja furchtbar. Wie so eine Handtasche. Schlimmer sogar. Nee, schlimm. Nee. Gut. Aber das schaffen wir heute noch mit dem Wasser. Und dann kommen auch endlich mal wieder ein paar MK4-Bänder. Wir haben 376. Das kann ich mir sowieso nicht merken. Vielleicht sollte ich mir das aufschreiben. Aber ich habe natürlich wieder nichts da zum Schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt einmal das Wasser beim Öl hinten komplett mit der Hand wegmache, also sowohl in dem Gebäude als auch in der Pipeline, geht ja relativ einfach, Gott sei Dank, würde es mich mal interessieren, wie viel Förderbänder MK4 dabei rauskommen, bis ich wieder hinten mit der Hand anlegen muss. Also, ihr wisst schon, Wasser mit der Hand wegmachen.
Dann brauchen wir Schrauben, immer. Aber die sind voll, das ist gut. Gut, wunderbar. Weiter geht's. Sonst schaut's eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Kann ich Constructor alles bauen? Oh, Moment mal. Wir nehmen noch... Eisendraht mit. Wie schaut's aus mit Fabrikator? Okay. Rotoren und versteckte Eisenplatten nochmal auffüllen. Versteckte Eisenplatten. Rotor. Gut, jetzt sind wir gut. Jetzt können wir loslegen. Schade, dass ich für die MK1-Bänder keine Verwendung habe. Also, ja doch schon, ein bisschen. Und zwar brauche ich die für die Splitter und Fusionator, aber... Da brauche ich, glaube ich, immer zwei Bänder. Ja, zwei. Gut. Selbst wenn ich die Produktion jetzt einstellen würde, würde mir das wahrscheinlich niemals ausgehen. Genau. Wir wollten das Platinenband weiter verlegen. Das bekommen wir hin. Ja, ja. Und vielleicht sollte ich tatsächlich auch mal eine Tour machen und Schnecken holen. Dabei bekomme ich vielleicht auch die ein oder andere Festplatte. Das wäre auch nicht schlecht. Aber primär wäre natürlich gut, die Festplatten zu holen. Die Schnecken zu holen, meine ich. Schaut denn das aus, wenn wir das so machen? Scheiße oder scheiße? Foundation. Schön hier zubauen, dass ich ja nicht mehr durchkomme irgendwie. Gut. Ne, das ist Mist. Ich glaube, ich muss noch ein Stück, oder? Ne, geht. Schön mittig wieder. Richtig schön verschwenderisch, dass ich mich das nächste Mal wieder aufregen kann, warum ich das mittig gemacht habe und dass da kein Band mehr hinpasst. Genau. Das ist schief. Moment. Oh nein. Mann, oh Gott sei Dank, ich bin ja doof. Oh, Bock des Lebens. Ich muss ja da hinten rein. Ich dachte schon, ich muss jetzt ja die ganzen Pferdebänder. Es wird nicht gerade so. Ich muss immer erst ein Stück gerade aus der Fabrik gehen. Ich dachte, ich muss die ganzen Pferdebänder nochmal austauschen. Jetzt passt es. Strom ist drauf. Das Rezept ist eingestellt. Gut, dann gehen wir mal hinter zum Wasser. Und dann bin ich gespannt, wie lange das dauert. Vielleicht schaffen wir es heute. Na, mal gucken. Ob ich es hinbekomme, dass dann ungefähr in 4-5 Minuten eine Platine da ist. Das dauert natürlich ein bisschen, bis das alles anläuft. Aber gut, wir werden sehen. Ich stelle mich mal auf das Band, dann geht schneller. Apropos Sand, weil ich es hier gerade sehe. Mir wurde gesagt, ich habe bei der Sandanlage, die wir da hinten haben, irgendwie einen Fehler gemacht. Da müssen wir gleich mal gucken. Aber ich befürchte, ich weiß schon welchen. Dass ich den dritten Ausgang nicht wirklich genommen habe. Schauen wir gleich mal. Aber erstmal machen wir das Wasser weg. Und dann sollte langsam aber sicher hoffentlich wieder Kunststoff kommen.
Vielleicht müssen wir auch sogar ein bisschen Treibstoff wegmachen. Also das bisschen, entweder ganz oder gar nicht. Gut, das heißt, wir fangen an. Dieses Gebäude ist nämlich das Problem. Wenn das vollläuft, geht nichts mehr. Also mit Wasser vollläuft. Weil wir halt eben noch keinen Abnehmer für Wasser haben aktuell. Dazu brauche ich die Turbinen. Deswegen Turbinen die ganze Zeit. Die MK2. Wir flaschen das. Also das heißt, weg. Und da nehmen wir auch noch die Pipeline, gesamtes Rohrnetzwerk. Zack. Und jetzt kann hier schön wieder Wasser reingepumpt werden, bis das ganze Rohrnetzwerk hier voll ist. Hört es da aus? Treibstoff ist leer, klar. Ja. Es wird hier alles da eingelagert. Aber da ist auch noch nicht viel da. Hey, was geht denn ab? Ich dachte, das ist wenigstens voll. Jetpack wäre auch übrigens eine saugeile Sache. Gut, das Asphalt ist voll. Wir haben hier natürlich auch noch einen Haufen Erze. Polymerharz, das ist richtig gut. Hier haben wir ganz viel gemischte Erze, noch Magnesium. Aus dem Polymerharz, genau, können wir nämlich mit der Webmaschine, glaube ich. Ja. Und Wasser. Das könnten wir eigentlich kombinieren. Moment mal. Dann habe ich das Problem hier mit diesem Wasser nicht mal. Wie viel Wasser kommt denn da raus? 15. Ja, wunderbar. Kleine Planänderung. Ihr merkt das schon. Und zwar mache ich die Anlage hier hin. Man könnte ja doch das Kunststoff komplett durchlaufen und das Gummi zwar etwas langsamer, etwas viel langsamer, wenn hier der Treibstoff vorläuft, aber das dauert. Das ist ja super, das ist ja ein Traum. Webmaschine. Das heißt, wir machen natürliches Gewebe, ja klar. Zelium, nee, nee. Wir machen schon das Synthetische. Das brauchen wir eh für die Forschung. Und da ist es ja wurscht, ob da 20 rauskommen oder 15, weil das wird eingelagert, zack, boom. Und dann hole ich mir einmal im Jahr ein, zwei Stacks ab. Und dann ist das gut, das lagere ich auch nicht vorne ein. Genauso wenig wie den Treibstoff. Ja, den vielleicht doch. Aber das hier nicht. Das wird einfach, aber es sollte tatsächlich, mit einem Weather-Container kann ich bauen. Sehr gut. Weil sonst läuft es voll. Und dann läuft ja das Wasser da hinten wieder voll. Das wollen wir ja nicht. Und ich glaube, ich kann auch aus den Gewebe dann so Sachen wie Filter, Gasfilter und so einen Scheiß produzieren. So, jetzt schauen wir mal hier hin. Hier ist die Sandproduktion. Und tatsächlich, sie läuft nicht mehr. Weil voll ist. Ich bin so doof. Hier ist ein Ausgang. Und die anderen beiden Ausgänge beachte ich gar nicht. Ja, lol. Danke für die Info. Ich hätte das nicht gecheckt. Die kam aber schon vor ein paar Tagen, die Info. Ich war aber seitdem noch nicht wirklich hier. Und aktuell ist es auch nicht so schlimm, wenn es nicht läuft. Aber ich sollte es dazu machen, weil sonst vergesse ich's. Natürlich, hier ist keine Foundation wirklich da. Was soll's. So, irgendwie halb. Kommen wir da schon hin, oder? Ja, das passt schon. Wird das einfach hier drauf fusioniert? Jetzt ist genau hier der Schnittpunkt. Das heißt, ich muss beide Bänder abreißen. Und den Masten. Fusionator. Jetzt sollte auch von unten wieder, ja, genau, Gestein kommen. Oder Sand in dem Fall. Wunderbar. Perfekt. Läuft doch. So, jetzt würde ich gerne noch ein Strom, das ist klar, das bekommst du jetzt noch schnell. Was mit dem Wasser machen. Und zwar können wir dann das hier eigentlich alles abreißen, weil das Wasser kommt dann irgendwann mal, wenn wir es brauchen, von der anderen Seite hier. Das heißt, das kann weg. Moment mal, wir haben zwei Anlagen. Das heißt, es wird. Stimmt, wir haben zwei Anlagen. Hier muss ich natürlich auch mal. Obwohl, jetzt ist es wurscht.
Mist, das sind ja zwei Anlagen. Dann brauche ich auch hier zwei Anlagen. Sonst geht es sich nicht ganz auf. Beziehungsweise im Moment mal vielleicht doch. Vielleicht doch. Mann, wie mache ich denn das jetzt hier? Zack. Das ist doch scheiße. Also das würde ich gerne jetzt auf jeden Fall noch machen. Es ist schon wieder übelst spät. Aber wenn ich so weitermache, dann dauert es noch Stunden. Leck mich doch. Warum funktioniert denn das nicht? Das geht anscheinend nicht ganz. Okay. Und jetzt kommen wir das schön sauber rüber. Natürlich nicht. Moment mal, das geht aber. Kommen wir hier runter. Dann kommen wir hier durch. Eins, zwei. Perfekt, wunderbar. Hier runter. Es läuft doch alles super wunderbar. Jetzt Moment mal. Brauche ich tatsächlich eine zweite Anlage? Ich glaube nicht. Also, du kannst 30 Kubik Schlamm in der Minute versorgen. Wir haben aber du könntest, genau, machst du aber nicht, weil die Anlage läuft nicht zu 100%. Also aktuell schon, weil voll ist, weil sich hier auch alles voll gestaut hat. Aber theoretisch läuft die nicht ganz und die nicht ganz. Dann sollte das mit einer Anlage reichen. Müssten wir beobachten, aber es sollte eigentlich reichen. Gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch das Polymerharz, glaube ich, Zeug heißt das. Ja, ranbringen. Gut. Machen wir das nächste Mal. So, Leute. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.